Stell dir vor, du könntest dich selbst oder jemand anderes mit Leichtigkeit und ja, mit fast jedem Song, der dir so in den Sinn kommt, auf dem Klavier begleiten. Das ist gar nicht so schwierig. Dazu benötigst du zwei Tools. Wir brauchen natürlich einen Song. Heute habe ich mal rausgesucht für dich Stay With Me von Sam Smith. Und dann brauchen wir natürlich einmal den Text und die Akkorde und eine App. Und diese beiden Dinge findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, jetzt starten wir einfach mal rein. Du siehst hier die Akkorde des Intros, ein A-Moll 7, F-Dur und ein C-Dur. Und das Erste, was ich jetzt tun würde, ist mal das Original zu hören und ganz bewusst dich auf dein Gehör zu verlassen. Spielt die Klavierbegleitung eher hoch, eher tief oder eher in der Mittellage? Und dann können wir die Akkorde bilden. Ich sag mal, in den richtigen Umkehrungen. Richtig und falsch gibt es da nicht. Ja? Du wirst wahrscheinlich nicht zu 100% wie das Original spielen, das muss aber auch gar nicht. Ja? Möchtest dich selbst oder jemand anderes ja begleiten und es soll einfach solide und gut klingen. Das heißt, ich gehe jetzt in meine App und suche mir mal hier ein A-Moll 7 raus. Das ist ja mein erster Akkord und dann schaue ich mal hier, aha, A-Moll 7, drück auf den Pfeil und dann haben wir jetzt hier oben verschiedene Möglichkeiten. Die erste Umkehrung, die zweite, die dritte oder die Grundstellung und vom Klang des Original-Intros würde ich jetzt mal vermuten, es ist so in Richtung zweite Umkehrung. Selbst wenn du jetzt die erste oder die dritte nimmst, das ist nicht unbedingt falsch, aber die Erfahrung zeigt dir dann hinterher, dass es vielleicht die ein oder andere Umkehrung ist, die ein bisschen besser passt als eine andere. Und ich sage jetzt für mich, es wird wahrscheinlich so die zweite Umkehrung sein, weil das von der Tonhöhe gut passt. Dann werden dir jetzt die Töne auf den Tasten angezeigt. Du spielst also ein E, G, A und C. Und in der linken Hand begleiten wir uns ganz solide mit einer Oktave, sprich A und A. Und hör mal, ah, das ist unser A-Moll 7. So können wir jetzt gleich mit dem Intro starten. Mir persönlich ist das A hier rechts ein bisschen zu viel, da ich ja das A links schon zweimal habe. Das heißt, auch hier zeigt dir die Erfahrung hinterher, ja, wie du Akkorde ein bisschen verändern kannst, auch wenn die App das jetzt vorgibt und du es so spielst. Ne? Ist das natürlich nicht falsch, aber wenn du selbst sagst, aha, das ist ein bisschen angenehmer, ein bisschen offener vom Klang, dann mach das ruhig. In dem Fall würde ich das jetzt mal so spielen, ein A-Moll 7. Dann geht es weiter zu einem F-Dur. Ja, wenn du keine Ahnung hast, wie man drei Klänge bildet, gehst du jetzt wieder hier rein, schaust hier oben, da haben wir ein F. Und hier nehmen wir direkt das erste F, weil wir ja einen reinen Dreiklang haben, ja, ein F-Dur. Klicken auf den Pfeil und klicken uns durch die Umkehrung. Ich vermute mal, die Grundstellung, also F, A, C wird angezeigt. Das könnte ganz gut klingen mit dem Bass. Ja. Und wenn ich jetzt mal den Wechsel vom A-Moll 7 aufs F-Dur spiele, könnte das so klingen. Ja, ich würde sagen, da erkennt man schon das Intro und die Begleitung. Das klingt gut. Und zu guter Letzt noch ein C-Dur. Auch dazu schauen wir mal hier rein und ja, lassen wir uns mal inspirieren, welche Umkehrung uns die App anbietet. Hier haben wir wieder das C-Dur als Dreiklang. Schauen mal hier. Und die erste, die zweite, Grundstellung. Ich würde, ja, glaube ich, mal die erste nehmen. Also du siehst E-G-C, ja, wird angezeigt. Und dazu ja, die Oktave C. Oh. Klingt gut, schön warm. Also, lass uns mal alle drei Akkorde hintereinander spielen. A-Moll 7, F-Dur, C-Dur. Dann klingt das folgendermaßen. 3, 4. Und schon spiele ich gerade die Begleitung bzw. das Intro. Die Rhythmik, da musst du dich natürlich ein bisschen einhören. Nochmal das Original laufen lassen. Wann ist der Wechsel? Nach welcher Zeit? So ein bisschen auf dein Gefühl vielleicht verlassen. Das kann man natürlich auch alles auszählen. Wir wollen es aber jetzt mal nicht zu kompliziert machen. Lass uns doch einfach das Intro mal zusammen spielen. Ich habe ein Playback mitgebracht. Vier Schläge gibt es jetzt vorweg. Und dann gehen wir in diese drei Akkorde rein und spielen die dann zweimal jeweils. 1, 2, 3, 4.
Super, das war auch schon alles. Und jetzt lass uns direkt in die erste Strophe gehen. Wir schauen mal rein und du siehst, die Rhythmik wird hier deutlich, denn die Akkorde stehen an den Stellen oder Textstellen, wo sie auch gedrückt werden sollen. Ja? Und du siehst, A-Moll 7, F-Dur und C-Dur, ja, kommen wieder vor, kann ich genauso weitergreifen. Der einzige Akkord, der hinzukommt, ist dieses G-Sus-4. Und da schaue ich einfach mal in meiner App wieder nach. Wir gehen hier zu einem G, scrollen mal runter und suchen ein G-Sus-4. Da haben wir es. Und wir lassen uns mal inspirieren. Mhm. Ich glaube, diese zweite Umkehrung mit D, G, C klingt ganz gut. Das heißt, so würde das Ganze klingen. Das reibt sich ein bisschen, das ist vollkommen okay. Das heißt, dieses G-Sus 4 spiele ich gleich an der richtigen Stelle bei Leave. Okay, lass uns mal direkt, da die Akkorde ja aus dem Intro jetzt übernommen werden, direkt mal zum Playback, ja, in der ersten Strophe spielen. 1, 2, 3, 4. This is true, I'm not good at understanding. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. Ist gleich aufgepasst. I don't want you to leave, will you hold my hand? Yes, hast du gehört, wie gut dieses Jesus 4 klang? Also, du kannst mit dem Text gehen. Spiel die Akkorde an der richtigen Stelle. Natürlich, wenn du selbst singst, wird das natürlich ein bisschen ungewohnt sein. Vielleicht auch rhythmisch gar nicht so leicht, ja, den Text dazwischen zu singen. Wenn du eine Sängerin, Sänger begleitest, kannst du dich ein bisschen mehr auf Spielen konzentrieren und es nimmt so ein bisschen den Druck raus. Also probier dich da unbedingt aus. Ja, das macht wirklich Spaß, auch zum Playback. Übrigens, das Playback findest du bei uns in der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Ja. Dort findest du auch die ganzen Noten der anderen Tutorials, viele Tipps und Tricks, den Piano-Booster zum Beispiel. Und wenn du da Mitglied werden möchtest, ja, klick gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung. Wenn wir jetzt in den Chorus schauen, ja, dann sehen wir wieder die gleichen Akkorde. A-Moll, F-Dur, C-Dur. Die wollen jetzt zwar kein A-Moll 7 haben, ich spiele aber weiterhin A-Moll 7. Wenn du sagst, ich möchte das reine A-Moll spielen, schau mal selbst in der App nach und schau, welche Umkehrung könnte passen. Das A-Moll 7 klingt aber auch ziemlich cool. Sonst haben wir noch ein reines G-Dur. Können wir ja auch noch mal eben checken. Den haben wir hier. Auch hier könnten wir mal die erste, die zweite oder vielleicht, ja, nehmen wir die Grundstellung, also mit G-H-D. Das merken wir uns, ne, mit der entsprechenden Oktave. Und wir haben noch ein Gis-Dim. Was ist jetzt ein Gis-Dim? Das ist das Gis-Dimine, steht für voll vermindert. Und auch hier klicken wir mal aufs Gis und, ach, da haben wir schon. Ja, Gis-Dim. Und dann lassen wir uns hier mal berieseln. Jo. Auch hier würde ich, glaube ich, die Grundstellung nehmen. Das heißt Gis-H-D. Ja? Cool. So, das heißt, im Chorus ist fast am meisten los. Da muss ich jetzt gleich also auf das G achten und auf das Gis voll vermindert. Lass es uns zum Playback ausprobieren. 2, 3, 4. Und schon haben wir auch den Chorus drauf. Du siehst, wie einfach das ist. Text und Akkorde, Akkordumkehrung checken und natürlich ein bisschen greifen üben, im richtigen Moment spielen, ja. Und das ist schon alles. Das muss man natürlich ein bisschen üben, ist auch ein Prozess, aber ich bin der Meinung, so Begleitung spielen, das kann wirklich jeder. Um das Ganze jetzt rhythmisch, vor allem im Chorus, noch ein bisschen zu steigern, denn da ist einfach ein bisschen mehr los, ja, wir brauchen ein bisschen mehr Druck, würde ich jetzt in der rechten Hand das Ganze nicht einfach nur immer so liegen lassen, ja, wie wir es gerade gemacht haben, sondern ich würde Viertel spielen. Das heißt, ich bringe jetzt ein bisschen mehr Tempo in meine rechte Hand rein, dann wird das so klingen.
Ja. Ich würde sagen, mit diesen Vierteln probieren wir das doch nochmal. 2, 3, 4. Und du hörst, klingt noch besser, würde ich sagen, als die erste Variante. Also probier dich da ein bisschen aus mit der Rhythmik. Wenn du sagst, du möchtest tiefer einsteigen, was die Klavierbegleitung angeht, da noch mehr Tipps und Tricks lernen, auch mit anderen Stücken, schau mal unbedingt in meinen Klavierkurs Klavierspielen auf Knopfdruck. Findest du unten in der Videobeschreibung den Link. Wenn du jetzt sagst, du möchtest ein bisschen mehr machen, das heißt ein paar Variationen spielen, ein paar Pausen füllen, vielleicht mit kleinen Impros, die Akkorde dahinter vielleicht doch mehr verstehen, selbst bilden können, nicht abhängig zu sein von einer App, dann komm mal unbedingt in mein 1:1 Online-Piano-Coaching. Da arbeiten wir beide, du und ich, zusammen. Und ich kann dich da ein bisschen an die Hand nehmen, dir noch viel mehr Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Wie das Ganze mit so einer ausgeweiteten Begleitung klingen könnte, zeige ich dir jetzt einfach mal. Is it true I'm not good at a one-night-stand? But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Wenn du jetzt direkt mit Begleitungen weitermachen möchtest, schau dir unbedingt dieses Video an. Ja, wenn es dich heute weitergebracht hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo hier. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und ich würde mich natürlich freuen, dich auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen, und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.